Findest du das auch noch erotisch? Ich geh da nicht hin, tu mir das nicht an. Es gibt auch heute Abend auch ein schönes Fernsehprogramm. Show. Und alles läuft wie Honky-Tonky-Show. Die Mutter kommt alleine, Krimi oder Quiz. Und die Tochter ist da, wo die Action ist. Honky-Tonky-Show. Und alles läuft wie Honky-Tonky-Show. Yeah.
den ich eingetreten hab, den hat die Versicherung voll bezahlt. Die Wohnung sieht jetzt anders aus, nichts erinnert mehr an dich. Ich hab alles knallbunt angemalt. Und wenn ich manchmal nachts nicht schlafen kann, geh ich in die Kneipe und sauf mir einen an. Du sagst, da wär ne Trauer in meinem Gesicht. Was für ein Quatsch, es ist hier nur das Kneipenlicht. Ich lieb dich überhaupt nicht mehr. Es ist aus, vorbei und lange her. Guck mich bitte nicht mehr so an. Fass mich bitte nicht mehr so an. Das zieht bei mir nicht mehr. Geh doch einfach weiter. Es hat keinen Zweck. Ey, du weißt doch, sonst komm ich da niemals drüber weg. Ich komm da niemals drüber weg. Geh doch einfach weiter. Sondern zu einer Pankow. Ich muss mal eben dahin. Mal eben nach Ost-Berlin. Ich muss da was klären mit eurem Ober-Indianer. Ich bin ein Judel-Talent und will das Spiel mit einer Band. Yeah. Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich an, das Pokern ist im Meer, ich hab lecker. Ich sag Honig, ich seh für dich Money. Im Republikpalast, wenn du mich lässt. All die ganzen Schlagerassen dürfen da singen. Dürfen ihren ganzen Schatz zum Vortrag bringen. Oh, der kleine Udo, oh, der kleine Udo. Darf das nicht und das verstehen wir nicht. Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde in der DDR. Und stündlich werden es mehr. Yeah. Er wird ey, bist du den Weg nicht so ein sturer Schrank. Warum lässt du dich nicht sehen im Arbeiterbahnstein? Ist das der Sonder zu einer Pankow? Das schmeckt sehr lecker. Fühlt mich deines locker mit dem Meer, mich schon lecker. Und ich sah
Wir sind für ewig Mami und Republik Palast, wenn ihr mich lasst. All die ganzen Schlagerhafen dürfen das singen. Wir für ihren ganzen Stolz zum Vortrage bringen. Oder dran, Udo, oder dran, Udo. Der darf das nicht und das verstehen wir nicht. Honey, ich glaub, du bist doch eigentlich auch ganz locker. Ich weiß, tief in dir drin bist du doch eigentlich auch ein Hocker. Du ziehst dir doch heimlich auch gerne mal die Lederjacke an und schließ dich ein auf den Klo und hörst das Radio. Hey. Hallo Honey, kannst du mich hören? Hallo, hallo, hallo. Hey. Hallo Erich, kannst du mich hören? Hallo Erich, kannst du mich hören? Hallo, hallo, hallo. Товарищи, если прочь верховный совет, не верните его прочь за скромный господин легендарный генерал!